Im Monat Februar steht in unserem Kalender noch die heilige Margareta von Cortona. Ja, sie lebte im 13. Jahrhundert und war ursprünglich eine lebenslustige und leichtsinnige junge Frau, die nur ihrem Vergnügen nachging. Hey, Herr Wirt, habt ihr noch ein paar Betten frei für mich und meine Knechte? Seid ihr nicht der junge Burgherr aus Cortona? Ja, der bin ich. Aber wir müssen um Quartier bitten. Bei diesem furchtbaren Wetter kommen wir nicht mehr nach Cortona. Die Wege sind vom Regen aufgeweicht. Wie heißt der Ort hier? Ihr seid in Laviano. Und ihr seid mir willkommen, junger Herr. Selbstverständlich könnt ihr bei mir übernachten. Morgen sieht alles schon viel besser aus. Margareta, bring Brot, Schinken und Wein für die Herrschaften. Und knöpf deine Bluse zu. Es stört den Junker, wenn du ihn halbnackt bedienst. Im Gegenteil. Es stört mich überhaupt nicht. Wer einen schönen Busen hat, der kann ihn auch zeigen. Trotzdem, entschuldigt, Herr. Ich habe das Mädchen aus Mitleid aufgenommen. Ihre Eltern waren einfache Bauern hier in Laviano. Als Margareta 7 Jahre alt war, ist ihre Mutter gestorben. Hm. Ihr Vater hat wieder geheiratet, aber die Stiefmutter wollte das Kind nicht im Haus haben. Da hatte ich Mitleid mit ihr. Wenn ich mir Margareta ansehe, so kommt mir der Gedanke, dass ihr vielleicht nicht nur aus Mitleid gehandelt habt. Wie meint ihr das? Nun, ein schönes Mädchen als Bedienung lockt doch sicher manchen Gast in eure Kneipe. Das ist wahr, Herr. Aber Margareta treibt es oft zu toll. Meine Frau sagt, sie wäre die leibhaftige Sünde. Ach, das verstehe ich gut. Deine Frau wird Angst haben, dass auch du dich in das Mädchen verliebst. Diese Angst kann ich ihr nehmen. Wie meint ihr das? Margareta, komm mal her zu mir. Was kann ich für euch tun? Soll ich Musik machen und für euch tanzen? Ja, du sollst Musik machen und für mich tanzen und noch vieles mehr. Aber nicht heute Abend und nicht hier. Wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Burg. Sagt, dass ihr das wirklich so meint. Und ich sage mit Freuden, ja. Heiraten kann ich dich nicht. Aber als meine Geliebte kannst du bei mir bleiben. Wie ihr das nennt, ist mir egal. Hauptsache, ich komme raus aus diesem Dorf und dieser Kneipe und weg von den Männern, die nach Wein und Zwiebeln riechen und mich betatschen. Ja, ich komme gern mit euch. Margareta! Margareta, wach doch auf, es ist schon spät. Wie spät? Bald Mittag. Das war wieder mal ein tolles Fest gestern Abend. Ich habe ausgelassen getanzt und alle haben gesagt, dass ich die Schönste bin. Margareta, ich weiß, ich bin nur deine Zofe. Aber darf ich dich einmal etwas fragen? Nur zu, Sophia. Wirst du dieses Leben eigentlich nicht leid? Wie meinst du das? Seit 9 Jahren bist du jetzt die Geliebte von Mario, unserem jungen Burgherrn. Und von Jahr zu Jahr habt ihr euch immer wildere Feste ausgedacht. Die Leute unten im Tal nennen die Burg schon die Sündenhölle. Seit 10 Tagen ist Mario nun unterwegs und ich habe gedacht, wenigstens in dieser Zeit würde es etwas ruhiger hier. Aber nein, du feierst jede Nacht und wenn du betrunken bist, merkst du gar nicht, was die Stallburschen, die du einlädst, mit dir machen? Oder gefällt es dir sogar? Du langweilst mich. Hör auf, mir Vorwürfe zu machen, Sophia. Ich lebe nur einmal und ich will mein Leben genießen. Wer kratzt denn da an der Tür? Hörst du das nicht? Sieh nach. Es ist Bello, der Hund unseres Herrn. Marios Hund? Ist Mario gekommen? Nein, nur der Hund. Er zerrt an meinem Kleid. Vielleicht will er, dass du mit ihm gehst. Mitgehen? Wohin denn? Er wird es schon wissen. Also gut. Du kommst aber mit. Thank you.
klopft denn so spät an meine Tür? Margareta, du? Bitte, Wirt, lass mich rein. Du siehst ja schrecklich aus. Und deine Augen, ganz verweint. Es ist auch etwas Schreckliches geschehen. Was denn? Mario ist tot. Räuber haben ihn erschlagen und unter einem Bretterhaufen verscharrt. Sein Hund hat mich zu der Stelle geführt. Das ist ja schrecklich. Wirt, Tag und Nacht denke ich seitdem nach über mein Leben. Ich weiß jetzt, wie schal und oberflächlich es war. Voll Abscheu sehe ich zurück auf das, was ich getan habe. Trotzdem, Margareta, hier kannst du nicht bleiben. Alle Leute wissen von deinem sündigen Lebenswandel. Was soll ich denn tun? Geh zu den Franziskanern. Vielleicht können die Mönche dir helfen. Und mit Hilfe der frommen Mönche begann das zweite Leben der Margareta von Cortona. Aufopfernd pflegte sie Kranke, übernahm für alte und schwache Menschen schwere körperliche Arbeiten und verschenkte alles, was sie besaß, an die Armen. Wenn es möglich wäre, würde ich auch mein Herz fortgeben für die Armen. Flehende Gebete und innige Liebe zu ihren Mitmenschen schufen um sie eine Aura von Heiligkeit. Am 22. Februar 1297 starb sie. Ihr Beichtvater, der Franziskanermönch Chunda Bebenyati, bezeugte, dass ihr Antlitz geleuchtet hätte wie das einer Heiligen.